Mit dem Kinostart des hochgehypten Horrorfilms Late Night with the Devil kommt das Found-Footage-Kino zurück auf die Leinwand. Grund genug für uns, heute einmal über Found-Footage-Filme zu diskutieren und darüber, warum der Hype eigentlich abgeebbt ist. Schaut auf den Spoiler-Alert. Ihr werdet ganz ruhig. Und jetzt seht ihr euch dieses safe 25-minütige Video bis zum Ende an. Na, hat diese Hypnose bei euch gewirkt? Antje, wieso habe ich diesen bisschen komischen Gag gerade gemacht? Weil es in Late Night with the Devil, um den es heute gehen soll, denn er feiert in Deutschland einen Kinostart, nachdem er schon im März 2023 seine Weltpremiere beim South by Southwest Festival gefeiert hat. Unter anderem auch um das Thema Hypnose und ja, eigene Wahrnehmung und so weiter geht. Also wir haben ja im Setting dieser Late-Night-Show, in der der Film spielt, haben wir ja einen, der Hypnose vollzieht an einer der Figuren. Und deshalb passte das sehr gut als Intro heute. Und ich möchte ergänzend mit der Frage eröffnen, ob The Late Night with the Devil nun ein Found-Footage-Film ist oder nicht, bevor wir ganz tief in die Materie einsteigen. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, schon, denn dieses Found-Footage-Genre, zumindest laut Wikipedia, umfasst auch die Mockumentary so ein bisschen, das heißt die Fake-Dokumentation. Wir haben hier zwischen uns Fraktus stehen, da kommen wir bestimmt auch später nochmal drauf zurück. Auch sowas wie District 9 würde ich damit reinwerfen. Das ist ja so gesehen eigentlich auch kein gefundenes Footage, keine VHS-Kamera, die in den Wäldern von Maine gefunden wurde, nachdem die Blair-Hexe die Kinder aufgefressen hat, sondern es ist ja auch im Fall von Late Night with the Devil eigentlich eine Fernsehsendung, die wir sehen, eine Fake-Fernsehsendung. Deswegen würde ich sagen, Found Footage ist der große Regenschirmbegriff für all diese Untergenres, so würde ich es zumindest definieren. Würde ich auch sagen. Also für mich gehört Late Night with the Devil dazu. Wie fandest du ihn denn? Ich fand ihn super, tatsächlich. Also ich habe da vorher gar nichts so richtig von mitbekommen. Dieser Hype ist so ein bisschen an mir vorbeigezogen, aber ich verstehe total, wieso es diesen Hype gibt. Also ich finde gerade dieses, man wird als Zuschauer live hypnotisiert quasi innerhalb dieses Films und sieht dann Dinge, von denen man sich nicht ganz sicher ist, ob sie wirklich passieren oder ob das nur die Hypnose ist, dann wird der Film zurückgespult und wir sehen, dass es tatsächlich nur eine Hypnose war. Fand ich total smarte Ideen über, inwiefern kann man dem vertrauen, was man sieht, sei es eine Late-Night-Talkshow, sei es Fernsehkameras im Allgemeinen. An einer Stelle fällt der Satz, die TV-Kameras, sie lügen nie. Und die Tatsache, dass wir das wiederum in dieser Fake-Fernsehsendung sehen, ist natürlich auch witzig. Also ich finde, da ist für Medienwissenschaftler viel drin, um sich da richtig auszutoben, was irgendwie die Zuverlässigkeit von Bildern angeht. Aber es ist auch einfach ein richtig nicer, handgemachter, schöner, oldschooliger Horror-Exorzismus-Film mit einem echt fiesen Ende, wie ich fand. Manchmal rutscht er vielleicht ein bisschen zu sehr in so Spielereien ab. Also dreimal wechselt sich da die Aspect Ratio. Das hätte ich jetzt unbedingt nicht so gebraucht. Und ich sehe auch nicht, wie das diesem Konzept der Fake-Fernsehsendung noch etwas hinzufügen kann. Und auch dieses Ende irgendwie, ich habe es schon so ein bisschen kommen sehen, in welche Richtung das geht. Aber alles im Allen echt so ein kleiner, feiner, schöner Geheimtipp-Horror-Minifilm. Aber so wie ich dich angucke, vermute ich, du warst nicht so angetan. Nein, also ich mag den auch. Aber mich hat dieser ganze Found-Footage-Überbau tatsächlich so ein bisschen rausgerissen, weil für mich am Anfang so ein bisschen suggeriert werden soll, okay, das, was wir jetzt sehen, ist eben die Aufnahme dieser Late-Night-Show. Und dann sieht man aber immer wieder zwischen dem, was im Fernsehen gezeigt wurde, haben wir in Schwarz-Weiß Handkameraaufnahmen, die halt die Szenen hinter den Kulissen so ein bisschen abfilmen. Und wie du gerade schon gesagt hast, ohne zu viel zu verraten, gegen Ende hin wechselt er dann sogar oder geht er komplett raus aus diesem Handwackelkamera, aus dieser Handwackelkamera-Optik und wird nochmal sehr, sehr filmisch. Und für mich hat das mit der Illusion gebrochen, dass ich da halt gerade wirklich einer Late-Night-Show zugucke. Also es ist immer ein bisschen blöd, einen Film daran zu messen, was man selber gerne für einen Film gesehen hätte. Aber ich glaube, mir hätte das Konzept noch besser gefallen und wäre noch immersiver geworden, wenn er wirklich nur in dieser Talkshow, in dieser Talkshow gewesen wäre. Weil natürlich dann auch dazu gehört,
es ist ja dann doch im Nachhinein auch der Dramaturgie wegen schon zurechtgeschnitten worden. Also dass man dann diese Szenen hinter den Kulissen hat, die sind ja dafür da, um die Spannung auch hochzutreiben, um Dinge zu erzählen, die in den Szenen, die in der Talkshow passiert sind, um die noch hinzuzufügen. Und gerade das Ende, das geht für mich dann komplett raus. Und dann merke ich, okay, ich bin nämlich eben doch nicht bei einer Talkshow, sondern ich bin bei einem Film und das wurde alles so zurechtgeschnitten. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber das ist halt auch so ein bisschen der Wunsch, diesen Film hätte ich gerne gesehen. Wenn ich ihn als das nehme, was er ist, dann sage ich natürlich, es ist wirklich ein wirklich spannender, auch wie ich finde, unberechenbarer Film in jeder Hinsicht. Er ist super gespielt und schon insgesamt vom Konzept her mal was ganz Einzigartiges fast schon. Und deshalb, ich mag den, aber ich glaube, ich hätte ihn besser gefunden, wenn er das Konzept noch enger verfolgt hätte. Und jetzt können wir ja mal langsam dazu übergehen, zu dem Thema Found Footage allgemein. Wie stehst du denn allgemein dazu? Also da muss ich einmal noch mal kurz aufgreifen, was du gesagt hast, dass dieser Film was ganz Neues probiert. Ich dachte, wieso haben wir das eigentlich noch nie gesehen? Wieso gibt es dieses Genre der Fake Fernsehsendung eigentlich noch so gar nicht richtig im Film. Klar, da fällt mir dann sowas ein wie District 9, wo man diese Reportage sieht, aber wirklich eine Late-Night-Show. Ich fand, es war auch einfach eine gute Late-Night-Show. Ja, also, total, ich habe mich total unterhalten davon gefühlt und ich fand auch David Melchion, der Hauptdarsteller, der wäre auch echt, glaube ich, einfach ein guter Talkshow-Host. Der hat total das Charisma. Ja. Dahingehend, also das wünsche ich mir jetzt eigentlich mehr vom Found-Footage-Film oder von der Mockumentary, mehr Fake-Fernsehen. Das fand ich schon bei Robocop total einnehmend. Da gibt es ja immer zwischendurch so Werbeclips einfach reingeschnitten. Oder der Anfang von Tropic Thunder, wo es diese 5, 6 Fake-Trailer gibt. Oder hier bei dem Grindhouse-Feature von Rodriguez und Tarantino. Neues ich liebe Wichser. Das immer. Neues vom Wichser. Mit Roger Willemsen in der Teleshopping-Werbung. Das waren noch Sachen. Ich liebe sowas. Switch Reloaded. Ich kann die gar nicht mehr aufhören zu reden. Immer wenn... Ja, Switch ist es eigentlich. Switch. Ja. Aber da geht noch mehr, glaube ich, als Switch. Und auch filmischer. Da sehe ich noch viele Potenziale, noch viel Luft nach oben. Und sonst, was das Found-Footage-Genre angeht, ich fand, das hatte so seine Zeit. Ich habe damals so ein bisschen, da war ich, glaube ich, ich durfte gerade ins Kino gehen und Paranormal Activity sehen, als Paranormal Activity rauskam. Und das war schon damals irgendwie auch nochmal ein krasser Hype. Und viele haben dieses Genre neu entdeckt, glaube ich. Das war so das zweite Blair Witch Project, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Und da kam ja auch noch 10 Fortsetzungen von Paranormal Activity und hier Uya und so. Uya ist kein Found Footage, oder? Uja ist das kein Found Footage. Einfach. Aber trotzdem gab es doch dann so komische Epigonen von Paranormal Activity, die auch immer bei Saturn in dieser ganz billigen Grabbelkiste drin liegen. Die hießen dann irgendwie Paranormal Happenings oder irgendwas. Genau. Also es hat schon irgendwie nochmal so eine Welle losgetreten von neuem Found Footage. Und an dem habe ich mich irgendwann auch total satt gesehen und hatte nicht das Bedürfnis, nochmal irgendwie dieses Found Footage abzugleiten. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Highlights dazwischen und auch ein paar Lowlights, wie du bestimmt nochmal bestätigen kannst. Du hast ja vorhin dann gesagt, du hast wahrscheinlich mehr Found Footage Schrott gesehen, ja, als ich. Das stimmt. Ich möchte aber noch einmal kurz zurückgehen, weil du hast jetzt, was ja auch naheliegend ist, allein schon von dem Alter, in dem du den Film sehen konntest, du konntest ja Paranormal Activity dann tatsächlich in dem Moment gucken, in dem er rauskam. Und wir sind ja ungefähr gleich alt und es ist jetzt nicht so, als hätte ich Blair Witch Project im Kino gesehen, aber für mich war Blair Witch Project definitiv der erste Berührungspunkt mit Found Footage und, das kann ich auch sagen, es war der allererste Horrorfilm, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Oh. Und deshalb habe ich zu Blair Witch eine extrem enge Verbindung. Ich habe sogar mal ein Buch über die Dreharbeiten übersetzt. Also ich bin wirklich komplett in Blair Witch. Ich habe das Gefühl, ich bin dabei gewesen bei den Dreharbeiten. Und man muss ja wirklich sagen, was die damals für eine Werbung oder was die für eine PR-Kampagne gefahren haben, die ja letzten Endes so zurückhaltend sein musste, wie es nur irgend geht, weil man konnte ja nicht, man hat ja sogar die Schauspielerinnen und Schauspieler rausgehalten, bis zu einem gewissen Zeitpunkt aus der PR, um aufrechtzuerhalten, dass die Leute tatsächlich verschwunden sind. Und das hat man auch gemacht. Es gibt, ja, für viele ist Blair Witch Project quasi der erste von Footage. Aber wenn man mal nach Italien guckt, da gibt es ja zum Beispiel Cannibal Holocaust und genau genommen
viele Internetseiten listen den als ersten Found-Footage-Film. Und da haben sie es nämlich genauso gemacht. Also da wurde auch der Cast angehalten, haltet euch verdeckt, denn es muss die Illusion aufrechterhalten werden, dass ihr wirklich wahlweise verschwunden oder sogar tot seid. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr coole Masche. Und es hat ja damals, und jetzt gehe ich wieder zu Blair Witch zurück, weil ich da näher dran bin, es hat ja damals hervorragend funktioniert. Mhm. Auch wenn es so super lustige Anekdoten zu Blair Witch Project gibt. Also zum Beispiel ist damals durch die Presse gegangen, ja, bei dem Film sind Leute in Ohnmacht gefallen. Was aber nicht gesagt wurde, ist, dass die Leute bei der Premiere in dem Kino stundenlang in der Sonne standen und dass sie umgefallen sind, weil sie einfach einen Hitzschlag oder weil sie halt einfach dehydriert waren. Das hatte nichts mit dem Film zu tun. Aber das kann man so schön dann als Marketing-Aktion irgendwie verpacken. Es sind Leute in Ohnmacht gefallen, weil genau genommen stimmt es ja. Es sind Leute im Zusammenhang mit Blair Witch Project in Ohnmacht gefallen. Hm. Und das sind so kleine Anekdoten rund um den Film, die dann auch so zeigen, auch die, wie gedreht wurde und mit Minimalbudget und zum Großteil improvisiert. Und dann sind sie in den Wald gegangen, wussten morgens gar nicht richtig, wo sie drehen sollen und wurden dann so mit Walkie-Talkies von A nach B gelotst, bis sie sich selber irgendwann komplett verirrt haben. Also das ist ein ganz, ganz tolles Projekt gewesen. Und darauf dann aufzubauen, also diesen Hype zu rekreieren, das ist ja kaum möglich. Hm. Und ich hatte bei Paranormal Activity dann das Gefühl, da hatten sie ja gar nicht mehr den Anspruch zu sagen, das ist so wirklich passiert, sondern sie haben nur die Stilistik von vorwiegend Überwachungskameras halt genutzt, um anhand dessen dann einen Film zu erzählen. Aber man war sich, glaube ich, damals schon bewusst, wir können nicht behaupten, dass das echtes Material ist, weil das nimmt uns heutzutage keiner mehr ab. Und wie du schon sagtest, im Zuge dessen kamen dann halt Found-Footage-Filme oder im weitesten Sinne, ja, kann man auch sagen, Wackelkamera-Filme. Weil, wie gesagt, dieses Found-Footage wird ja immer öfter ad absurdum geführt, wenn man sich fragt, wie kann es sein, dass da jetzt irgendwie ein Schnitt dazu ist, weil eigentlich, und wie können diese Kameraperspektiven möglich sein? Wer hat da die Kamera gefilmt? Also irgendwann brechen da die Filme auch so ein bisschen aus und das nagt dann an der Plausibilität. Aber im Zuge von Paranormal Activity, ich erinnere mich zum Beispiel sehr, sehr gerne an sowas wie Katakomben. Oh ja, dieser französische unter Paris. Genau. Und so. Aber gleichzeitig so als Negativbeispiel sowas wie The Pyramid oder sagt man Pyramid oder Pyramid? Ich glaube Pyramid, oder? Pyramid würde ich auch sagen. Grab des Grauens. Ja. Mit der VHS-Kamera in die Pyramiden von Gizeh, oder? Richtig, genau, auf denen ein Fluch liegt und so weiter. Mhm. Aber auch, du hast ja gesagt, Paranormal Activity wurde tausendfach irgendwie vorgesetzt. Es gibt auch. Da sind einige Filme noch dabei, den dritten zum Beispiel fand ich ganz gut. Also das ist immer so eine schwankende Qualität. Wo war man noch überall mit der Wackelkamera? Du hast doch bestimmt noch ein paar Beispiele rausgesucht. Ja, ich werfe mir noch mal ein paar rein und will aber kurz sagen, dass ich auch absoluter Blair Witch Ultra bin und den bis aufs Blut verteidige und auch finde, dass die Verpackung dem Film absolut angemessen ist. Wie fandest du den von 2015 ist er, glaube ich? Den habe ich nicht geguckt. Okay. Ich halte ja große Stücke auf den. Also kann man sich mal geben. Nicht Blair Witch 2, sondern Blair Witch von 2. Den wiederum habe ich gesehen. Das war aber das bereue ich auch ein bisschen. Ja. Also, ja. Naja. Diese 1,5 Stunden gibt. Wer weiß, was du sonst gemacht hättest, wenn du diesen Film geguckt hättest. Vielleicht wärst du jetzt vielleicht reich. Nochmal Blair Witch oder so. Ja, dann werfe ich nochmal Staplerfahrer Klaus hier ins Rennen. Denn das war, glaube ich, tatsächlich die erste Found-Footage-slash-Mockumentary, die ich in meinem Leben gesehen habe. Das war damals bei uns in der Klasse, ging das immer rum auf so einem Handy in so ganz schlechter Qualität. Und alle haben gesagt, kennst du schon Staplerfahrer Klaus? Der schneidet irgendwie mit dem Staplerfahrer Leute auf. Und Gabelstapler. Und das war so halb lustig. Halb verstörend, vor allem verstörend in diesem Alter, in dem wir das dann da sahen. Und wahrscheinlich auch wegen seiner Machart, weil das ja halt Echtheit suggeriert. Wahrscheinlich hätte dieser Film als reiner fiktional inszenierter Film gar nicht so richtig funktioniert. Weil ich habe es als Snuff-Film damals wahrgenommen. Ich habe gedacht, oh mein Gott, wo haben sie dieses Footage denn her? Ja. Ich habe das nicht gecheckt. Das wäre nämlich jetzt auch die Frage, du hast es gerade schon gesagt, das ist, oder ne, wenn das schon das verstärkt, wie wirkt denn Found-Footage auf dich? Verstärkt das bei dir auch so im besten Fall die Immersion? Weil ich finde, gute Found-Footage-Filme kriegen halt wirklich hin, dass man da sitzt und irgendwann vergisst, dass es inszeniert ist. Und der erste Paranormal beispielsweise oder eben auch Blair Witch Project, die kriegen das total gut hin, dass man da dann irgendwann voll drin ist in der Vorstellung, ah, okay, das ist ein Found-Footage-Film. Weshalb es
finde ich, immer spannend ist, wenn Found-Footage-Filme kommen. Also es gibt ja auch einige so im Exorzismus-Bereich. Aber es funktioniert auch nicht immer. Also wenn ich mich da zum Beispiel an Chernobyl Diaries erinnere, die müsste von 2013 oder 2012 gewesen sein. Da allein die Vorstellung, man geht mit Wackelkameras nach Chernobyl und irgendwie ist es da nicht nur, da war nicht nur der, da ist nicht nur das Atomkraftwerk explodiert, sondern da ist dann eben auch irgendwas Verfluchtes oder so. Und das hat halt zum Beispiel gar nicht funktioniert. Also es ist nicht das Found Footage, die Machart alleine, die dann für einen guten Film sorgt. Nee, im Gegenteil. Ich finde, also es gibt auch so ein paar Filme, da nervt mich das total, dass man denkt, man könnte nur durch Wackeln und Schreien und besonders lautes Knistern der Kamera irgendwie so einen Stresseffekt herstellen, der dann irgendwie spannend ist. Also zum Beispiel Rec und Rec 2 fand ich damals genial, habe ich mir jetzt vor ein paar Jahren nochmal angeguckt und war einfach so genervt von diesem Film. Also da wird ja nur geschrien, der Ton übersteuert, man versteht die Hälfte der Zeit gar nicht, was geredet wird oder erkennt nicht, was diese Kamera gerade zeigt, es ist viel zu dunkel. Also die, finde ich, haben so diesen Test der Zeit nicht so gut bestanden. Und zum Beispiel auch ein Film wie The Visit von Shyamalan, den ich eigentlich sehr mag. Also zwei Kinder gehen zu ihren Großeltern und stellen dann fest, sind das vielleicht gar nicht unsere Großeltern? Sind das Verbrecher oder Aliens oder man weiß es nicht? Dieser Film, finde ich, konnte sich mit diesem Found Footage so gar nicht abfinden und hat deswegen ständig so sinnlose Jumpscares eingebaut, die sich durch irgendein Knacken der Kamera dann rechtfertigen. Oder immer wenn ein Schnitt gesetzt wird in der Kamera, macht es einmal ganz laut und man erschreckt sich. Und ich frage mich, wieso? So was macht doch auch eine Kamera nicht, wenn man schneidet. Das ist einfach total sinnlos. Das stimmt. Das Problem bei Horror ist ja, dass du bei Found Footage nicht auf einen Score zurückgreifen kannst, wenn du es ernst meinst. Weil wer hat denn das Material genommen und dann da Musik runtergelegt? Das wäre ja völlig hanebüchen. Ja. Und was es auch so lustig gemacht hat, im Vorfeld dann zu überlegen, was nehmen wir denn als Soundtrack der Woche? Und auch jetzt gerade so im Geiste von Staplerfahrer Klaus, so als Mockumentary, geh doch noch mal drauf ein. Ich hinterfrage so ein bisschen, Fraktus ist ja eine Mockumentary. Ist Mockumentary und Found Footage eine Soße? Ich habe es jetzt vorhin einfach in dieselbe Soße reingeworfen. Ich würde sagen, irgendwie schon. Also bei Fraktus haben wir es mit einem Dokumentarfilm, Fake-Dokumentarfilm zu tun, wo es um eine Band geht, die sich jetzt wieder reunited, gespielt von Rocco Schamoni, Heinz Strunk, David Striso ist auch am Start und die haben absolute Banger-Hits geschrieben in ihrer vergangenen Zeit, wie Adam, All die armen Menschen oder Affe sucht Liebe. Also ganz im Stil dieser seltsamen deutschen Elektropop-Bands, Düsseldorfer Welle und so. Aber die Musik ist echt gut. Also man kann sich das geben. Man kann es nur ironisch hören, aber es ist einfach auch extrem gute Comedy-Musik. Es gibt wenig Musik, finde ich, da, wo ich immer lachen muss, wenn ich sie wieder höre. Und Adam, All die armen Menschen, ist auf jeden Fall so ein Song. Und der Film lohnt sich auch total, wenn man auf diesen Heinz-Strunk-Humor so ein bisschen steht. Dieses sehr, ja, trockene, awkwarde, das findet sich in Fraktus auf jeden Fall wieder. Man sieht also, dass Found Footage, je nachdem wie breit man es fächert, und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas wie Fraktus, was ich so verorten würde bei Stromberg, kommt das ungefähr hin? Ja. Ob ihr das auch dazu zählen würdet. Möchtest du noch etwas loswerden? Haben wir noch einen Film? Sind wir irgendwie ein, zwei, drei Filme übergangen, die du gerne noch erwähnt hättest? Dann werfe ich einfach noch ein paar Sachen rein. Und wenn es einen gibt, von dem du denkst, da müssen wir drüber sprechen, dann schreist du Stopp. Also ich habe hier sowas wie What We Do in the Shadows oder District 9. Auch oder Mockumentary? What We Do in the Shadows? Okay. Chronicle. Hast du den gesehen? Auf jeden Fall. Wie findest du den? Ich mag den wahnsinnig gern. Und auch schön wieder. Found Footage ist ja irgendwie so abonniert vom Horrorkino beziehungsweise gewesen. Also ich habe das Gefühl, das lässt jetzt immer mehr wieder nach oder hat seinen Peak schon erreicht. Aber bei Chronicle ist das natürlich sehr erfrischend, dass dieser Found Footage Aspekt, dass der mal in ein anderes Genre gehievt wird. Es gab zum Beispiel auch, den hat keine Sau gesehen, Project Almanac, hast du von dem jemals gehört? Oh, dieses Zeitreisen-Dings. Genau. Ja, das habe ich immer als Werbung auf Blu-rays vor anderen Filmen gesehen und habe gedacht, was ist das? Ja, das war so ein bisschen für mich Chronicle, aber mit Zeitreisen anstatt mit Superhelden. Und hat da auch so, man muss sich halt mal vorstellen, also
sagen wir so, um es runterzubrechen, das hat technisch nicht so ganz funktioniert mit dem Found-Footage-Ansatz. Okay, verstehe. Ey, aber ich glaube, Chronicle könnte eigentlich richtig gut auch ein Remake vertragen. Mhm. Das sage ich selten, aber damals war Social Media ja noch nicht so das Ding und da filmen sie sich dann immer selbst mit einer Kamera, während sie irgendwie Superheldentricks vorführen, die sie haben, weil sie einen Kometen berührt haben, der abgestürzt ist. Aber das wäre doch im Insta- und TikTok-Zeitalter. Das stimmt. Eigentlich könnte man da richtig was draus machen. Ja, hast du recht. Ja. Tschüss. Nein, dann lasse ich noch einmal kurz in die Liste gucken. Cloverfield würde ich noch einmal kurz anreißen. Auch zu den Nicht-Horrorfilmen, wobei man kann streiten. Es hat schon Horror-Anstrich, aber wäre für mich eher so ein Katastrophen. Found-Footage-Film. Beziehungsweise ja eigentlich, es ist eine Art von Godzilla-Film, eine Art von Kaiju-Film, aber als Found-Footage, das finde ich auch eine total gute Idee. Also eigentlich immer, wenn, oder wo ich eigentlich inzwischen genug von habe, ist Found-Footage meets Geisterhaus. Ja. Das ist, finde ich jetzt, oder Zombies. Mhm. Oder Exorzisten. Okay. Oder Exorzisten. Gut, das ist alles abgefrühstückt, aber wenn man überlegt, in welche Genres kann man noch gehen? Kann man noch mal einen Found-Footage-Liebesfilm machen? Das wäre toll. Da fällt mir zum Beispiel einer ein. Play, ein sehr guter französischer Film, der so ein bisschen Coming-of-Age und Romance ist. Oder in welche Genres kann man noch gehen? Hier der Monsterfilm oder so. Musical. Das wäre interessant. Das wäre richtig interessant. Macht einen Musical-Found-Footage-Film da draußen. Denn man kann sie ja auch sehr leicht selber herstellen. Richtig. So sieht es zumindest aus. Und damit endet die Trance. Ihr dürft aufwachen, aufstehen, euren YouTube-Tab schließen. Aber erst, nachdem ihr einen Daumen nach oben gegeben habt, uns in den Kommentaren verraten habt, welche eure Low- und Highlights des Found-Footage-Films sind, den Glockenknopf gedrückt habt, den Abo-Knopf gedrückt habt und uns finanziell unterstützt habt. Ihr wisst, wie das geht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Just relax. Sit down.